Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Simscadon. Ihr seht, wir sind nicht genau da, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben, was daran lag, dass ich gerade eben schon angefangen habe, diese Folge aufzunehmen. Mir allerdings erst überlegen musste, ey, wie komme ich aus der Uni raus? Denn Pewds hat sich hier genug ausprobiert. Ja, er hat irgendwie zwei Frauen halbwegs ins Bett bekommen oder wegen meiner Unfähigkeit, beide ins Bett zu bekommen, auch wieder nicht, weil ich zu blöd war, die sich nebeneinander irgendwie entspannen zu lassen. Ist auch egal, ja, vollkommen wurscht. Aber was mir wichtig ist, ist, dass wir jetzt nochmal so ein bisschen in die letzten Folgen von der zweiten Staffel von Simscadon, dass da nochmal so ein bisschen was passiert, ja, dass nochmal so ein bisschen Action abgeht, so ein bisschen crazy shit und das, Alter, das passiert nicht an der Uni, ja, da werden zwar Partys gefeiert, Drogen genommen und währenddessen irgendwie so getan, als würde man lernen, aber wir gehen jetzt wieder weg und ich habe hier jetzt kurz die Zeit gebraucht, um rauszufinden, wie man die Universität verlässt, deswegen beginnt die Folge nicht an der Stelle, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, ist ja auch scheißegal, so, Digga, hör auf zu pennen und verlass die Kack-Uni, du hast hier nichts mehr verloren, verlass Lisimund, verlass Gabriel, Holy Gabrielson, ja, und geh nach Hause, geh zurück zu Geman, guck ihn dir an, da unten, ja, Feind und auch Diabolus Malus, die sind alle einsam, geh in deinem Schlafanzug, geh hin. Die stöhnt da gerade, oder der, er stöhnt da, oder wie auch immer, und er, okay, schön, wenn du jetzt nach Hause gehst, verlässt dein Sim die Universität und erhält für dieses Semester keine Punkte, Stipendien denn an der Universität zurückgezahlt, ja, ja, ich will nach Hause, bitte. So, ich möchte einfach, ich will hier raus. Ich halt's nicht mehr aus, ja? Ich halt's nicht mehr aus. Diese Scheißwohnung und immer diese Affären, dieser bedeutungslose Sex, er ist einfach nichts wert. Wer brüllt denn jetzt da auch noch irgendwie rum, ey? Das ist wirklich ein absoluter Saftladen hier. Da kommt doch kein Schwein mit klar. So, Pewds, im Schlafanzug haust du ab. Nimm deinen Koffer. Zieh dich kurz um. Und Brenda Camp, die stinkt. Verabschiedet uns mit einem Furz. Wieso stinken die alle? Wie gesagt, das ist ein Saftladen. Das ist ein Saftladen gewesen, aber jetzt geht's ab nach Hause mit dem Umzugtransporter für den einen Koffer, den wir dabei hatten. Das Semester ist zu Ende. Und ihr findet euch im Ladebildschirm wieder. Ey, das ist die beste Folge, die ich jemals gemacht habe, aber das erwähne ich ja sowieso ganz oft. Könnt ihr jetzt mal gucken, wie ich das hier mache, ja? Also, ich analysiere das wundersames Aufstiegsgerät. Und dann klicke ich wie ein Geistesgestörter einfach durch die Gegend. Ja? Das ist aber auch ein Scheiß hier mit dem Aufstiegsgerät. So, guck mal, habe ich gefunden. So, Hufeisenfeld, ey. Und dann kriegst du Zufriedenheit ohne Ende. Wirklich, wenn du das drauf hast, statt Mülltonne, du musst einfach klicken, bis der Arzt kommt, bis dir der Finger stirbt, bis er langsam abfault. Recycelte Retrowand, auch kein Problem, ey. Finde ich in 3 Sekunden. Oder auch nicht. Ist aber ein scheiß Suchbild hier gerade, ey. Normalerweise bin ich echt ein bisschen schneller. Aber gerade hängt es auch so ein bisschen. Ist auch egal, Leute. Wir verbringen einfach die ganze Folge lang im Ladebildschirm. Sommersnacks, Verkaufsstand. Oh, das ist... Oh, ich habe voll die Verspannung im Nacken gerade, ey. Das passiert mir in letzter Zeit beim Aufnehmen öfters, du. Seit ich wieder Sport treibe wie ein Geistesgestörter, ne? Andauernd Verspannung beim Aufnehmen. Einfach weil diese Sitzposition, ne? Die macht dich... Oh, so, super. Hat direkt geklappt. Wer kotzt? Hier hat gleich jemand angefangen zu kotzen, glaube ich. So, da sind wir wieder in unserer Bude. Oder in unserem trauten Heim, Glück allein, in der Stadt, in der alles begann. Auch mit... Immer 20 weitere Lose sammeln. Was hat denn der für einen komischen Film schon wieder? Ankommen, ja. Wir gehen mal kurz zu Geman Les Mill rüber und schauen, was er in der Bude... Ist er denn in unserer Bude oder ist er woanders? Hat er was umgebaut? Ah, Leute, das sind Erinnerungen. Die alten Gefängnisbetten. Diabolus Malus auf dem Fußboden. Und diese traumhafte Behaarung. Ja, das bin ich eine wunderschöne Behaarung. Ich könnte durchdrehen, Leute. Ich sag's euch, ich könnte durchdrehen, ja? Ich könnte durchdrehen und auf den Tisch hauen und was weiß ich was. Drücken wir mal auf Play und gucken, was er gerade eben macht. Er säubert. Hat er sich inzwischen angefreundet mit Diabolus Malus? Das wäre ja der Hammer, du. Das wäre ja, ich würde ja eskalieren bis zum Nimmerleinstag. Nee, sie sind immer noch Feinde, aber trotzdem trägt er seine Scheiße raus. Das, Leute, das ist Aufopferung, ja? Was ein Märtyrer. Es ist unglaublich. Unglaublich. Ich möchte aber ein bisschen Scheiße bauen. Und den mache ich jetzt natürlich in dem Fall eher mit Geman Les Mill, dass ich gerade entspannen möchte. Aber um 3.38 Uhr kann man ja auch immer noch bestimmt irgendwo hier weggehen. Ist ja jetzt wieder mehr Stadt und nicht mehr Studentenleben. Was machen wir denn am besten hier? Wir können natürlich ganz allein in den Park... Geman Les Mill ist ja auch nach wie vor ein Vampire-Gemeindepalast.
Die haben nur bis 2 Uhr offen. Was sind das für Läden, ey? Hat hier kein einziger irgendwie ein bisschen Open End oder sowas? Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Vielleicht nochmal in Urlaub gehen. Komm, wir gehen nochmal mit Gemeindes Mill in Urlaub. Vielleicht gehen nochmal beide in Urlaub. Das machen wir jetzt. Komm, wir gehen nochmal. Wir haben ja noch genügend Kohle hier am Stissel und Nissel. Da muss ja nochmal Zeit sein, in Urlaub zu gehen. Lass mal gucken hier. Smartphone. Alle nach Hause rufen, Telefonanstellungen, Jobs und Angebote, Immobilien und Reiseservice. Ja, das sieht gut aus. Reisen. Geh mal ein bisschen reisen, Gehmann. Gehmann, nimm mal das Telefon in die Hand. Ja, du, ich würde gerne mal irgendwo hingehen. Dankeschön. Also, so. Pew kommt mit. Ja, diesmal geht ihr gemeinsam. Und ihr geht gemeinsam in die Stadt der Liebe. Habe ich das nicht sowieso wirklich mal geplant? Ich glaube, das war doch mal was, was ich versprochen hatte. Dann löse ich jetzt eigentlich nur ein älteres Versprechen ein an der Stelle. Pewds und Gehmanns kleine romantische Liebereise. Liebesreise nach Paris. Jams les sims. Oh, voulez-vous que je vienne avec moi? Lass uns nach Paris reisen. Ja, ich würde mal gerne mit meinem Freund nach Paris. Warnung, bestreitet einer dieser Sims derzeit eine Gelegenheit bezüglich der Veränderung der Zukunft, wird diese abgebrochen, wenn du fortfährst. Ist mir jetzt scheißegal, ihr geht jetzt reisen. Ja, auch wenn es 2900 auf einen kommt, geht man mit. Sauber. Oh, noch ein Ladebildschirm, Leute, ey. Ist der Hammer. Heute bekommt ihr nur... Warum ist mein Mauszeiger ein Plus? Ey, Leute, wenn ich mir was wünsche für Sims 4, ja, was vieles gut machen würde, auch wenn verdammt viel fehlen wird, dann einfach nur, dass das Spiel stabiler und vor allem ordentlicher läuft. Dass das einfach anständig programmiert wurde. Aber ich glaube, da kann ich die Hoffnung wahrscheinlich gleich wieder aufgeben. Das wird bestimmt der gleiche Senf. Hoffentlich nicht, ich weiß es nicht. Aber ist jedenfalls schrecklich, wie dieses Spiel hier läuft. Ja? Da hat man unten links neben mir steht ein Maschinchen. Das könnte dir, das ist ein NASA-Rechner schon fast. Aber bei Sims 3 ist fast schlimmer programmiert als Minecraft. Und das muss was heißen, weil Minecraft ist echt, das nutzt die Ressourcen nicht mal im Ansatz optimal aus. Und währenddessen könnt ihr jetzt dabei zuschauen, wie ich mal wieder durch die Gegend klicke. Es ist wirklich, es ist diese Folge. Diese Folge, meine lieben Freunde, ist an Spannung kaum zu überbieten. Aber dafür habt ihr was zu sehen. Ja, und schöne Musik. Ach, hört ihr, wie ich schon wieder Paris. Die Stadt des Amors. Paris, amore, amore. Oh, Paris, oh, Paris. Oh, Gemeindes Mill und PewDiePie gehen zusammen nach Paris. Und in Paris, ja, in Paris, sind feuchte Gewässer tief. Ah, Leute, schaut es euch an. Das wunderschöne Wasser. Die Weiten der französischen Prärie. Alte Fachwerkhäuser. Das ist absolut nicht Paris. Mal im Ernst, das sieht nicht aus wie Paris, das sieht aus wie, was ist das, Paris 1920? Bin ich jetzt, Leute, ich war schon in Paris und ich kann euch sagen, so sieht das nicht aus. Aber das geht ab hier, die Mucke im Background. Hey, 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 hey. Schön. Ja, es sieht schön aus, aber wo ist denn jetzt der Eiffelturm und so ein Zeug? Also das ist ein sehr ländliches Paris, das hier gezeigt wird. Und auch ein Paris ohne Eiffelturm, wenn ich das gerade richtig sehe. Vielleicht wird der gerade noch gebaut oder so. Ich bin jedenfalls ein bisschen irritiert. Weil ich war ja schon in Paris und so sieht das jetzt nicht aus, ja? Vergessener Grabhügel. Naja, ist ja auch egal. Wir wollen ja ein paar gemeinsame Aktivitäten vornehmen. Und jetzt gucken wir mal, was sich hier machen lässt. Kramladen, Alexis-Relikte... Schön ist es schon mal, hier kann man sich sicherlich erholen. Das haben die beiden ja auch zwingend nötig. Die haben ja schon viel gearbeitet in ihrem Leben. Nicht? Erstmal müssen sie ja zusammen in eine Gruppe schließen. Das machen wir jetzt mal kurz hier. Wo sind sie denn, die beiden Strolche? Ja? Wo stecken sie? Oh ja, guck mal hier, ne? Direkt hat er sich wieder ausgezogen, der Gehmann. Der ist schon, ne, schon ein schneller Spitzbube. Jetzt gründet bitte eine Gruppe miteinander. Mal gucken, ob sie das hinbekommen oder sich sträuben. Ja, ja. Hallo Gehmann, möchtest du denn mit mir eine Gruppe gründen? Ja, komm mal, wir machen eine kleine Gruppe, ne? Das ist wunderschön. Also, wir sind jetzt eine Gruppe. Das ist schon mal ganz gut. Oh, hier, guck mal, ihr könnt mal Bio Shen anmachen, wenn wir Lust drauf hätten. Und jetzt gehen wir natürlich gemeinsam auch schön irgendwo hin.
Oh, jedes Mal von neuem dramatische Musik. Vielleicht gehen wir gemeinsam zum verlassenen Grabhügel. Weil das ist ja ein schönes Ausflugsziel. Finde ich jetzt persönlich. Ja? Raus aus der Kartenansicht. Schaffen die das zusammen oder sind die doof? Also Pute sitzt schon hier knallhart auf seinem Roller drauf und legt los, ey. Das möchte ich von dir aber auch sehen. Sieht gar nicht bescheuert aus. Wirklich, das steht euch super, der Roller. Und wir werden, glaube ich, verfolgt. Oh, hier ist eine Verfolgungsjagd hier. Batman! Knallhart, der verfolgt uns wirklich, oder? Ey, das ist ja ein Assi hier. Da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Wieso gehen wir eigentlich zum verlassenen Grabhügel? Das ist eher... Ist das ein bisschen gruselig? Geht's hier rein? Ich glaube, hier geht's rein, oder? Was ist das? Wang Bofong? Okay, super. Ein verlassener Grabhügel. Kann man auch ein bisschen was ausgraben gehen. Das macht 2R gerade schon. Oh, das ist ein richtiger Grabräuber, ne? Ja, hier erkenne ich eindeutig. Da habe ich... Oh, guck mal, da graben sie zusammen. Möchtest du auch noch... Mach mal auch noch... Oh, guck mal, nee, er ist direkt... Oh. Er ist direkt hier... Er hat Bock auf die Forscherin und will sie einschüchtern. Hör auf damit! Ach, Mann, Alter, ey. Ich weiß nicht, was mit Gehmann los ist. Ich weiß nicht, was diese Scheiße soll die ganze Zeit. Jetzt hört er sich zwar eine Geschichte an, aber der Typ... Das ist gerade schon wieder so ein Szenario, da denke ich mir, ey... Pewds will bei irgendwelchen... Ach, super, ey. Ja, bumst euch direkt an. Hier ist wirklich... Jetzt hört doch mal auf, ey. Ich hab da gar keinen Bock drauf. Trink einfach mal von ihr. Probiert. Ey, guck mal, da prügeln sie sich direkt wieder ins Gesicht ohne Ende. Geh mal mit dir, kann man nirgendwo hingehen. Nirgendwo hingehen kann man mit dir. Oh, Mann, das kann man sich ja gar nicht reinziehen, ey. Komm, geh mal. Du warst doch letztes Mal schon hier der Oberpro im, irgendwo hingehen. Deswegen mach das doch jetzt mal. Pewds hat währenddessen irgendein Relikt gefunden im Wert von ganzen 97 Simoleons. Und was Pewds unten in dieser Gruft erleben wird, das erfahrt ihr in der nächsten Episode von Simsgaddon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so sein sollte, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben drücken. Bis zum nächsten Mal.